Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Uncertain, The Last Quiet Day. Das ist die Episode 1. Wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem Labor, was wir als Unterschlupf für die Menschen nehmen wollen, die wir retten und gerettet haben und retten werden. Und da haben wir jetzt einige Aufgaben zu erledigen. RT ist voll dabei, auf der Menschenseite zu stehen und den Menschen zu helfen, was ich... Oh, ich muss lenken, oh Gott. Strafe. Ich kann noch springen. Cool. Ist ja mal nett, dass sie sowas eingebaut haben. Ich hoffe, wir müssen auch einfach nur geradeaus die ganze Zeit hier, aber es sieht fast so aus. Ich kann nicht mehr springen. Doch, jetzt wieder. Und da war ein Baum. Wow. Ich glaube, da verfolgt uns was. Rote sind die Hindernisse, die uns in den Weg kommen. Aber wie soll ich den denn abhängen, oder was? Der fliegt ja einfach ganz genau an den Hindernissen vorbei. Ah, okay, oder auch nicht. Ach, wie cool. So voll die anderen Spielanleihen hier oder Spielprinzipien, die hier noch gemacht werden. Das finde ich ja sehr, sehr cool. Eine schöne Abwechslung. Ist schön, immer mal wieder was Neues. Waren sie sehr kreativ, die Macher, muss ich sagen. Die Common Games Menschen. This drone has almost destroyed me. This must have been a very outdated model. Because if it were a modern police drone, my chances of survival against it without any weapon would be minimal. Okay. Sind wir denn jetzt da, wo wir hin müssen? Oder? Why was this aero car abandoned in the woods? It is quite difficult to walk to the city from here. Finde und deaktiviere den ersten Störsender. Okay. Und unsere Kollegen haben schon gesagt, keiner weiß, wie die aussehen. Garage gates. I hope these are not locked. Dann schauen wir mal, ob wir die Tür öffnen können hier, sonst müssen wir einen anderen Eingang finden. Nein, sie sind nicht verschlossen, sehr gut. So, dann mal rein da. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts. This armored cable powers the jammer. It is too solid and cannot be unplugged. I will try to hack the program and disable the device. Okay, also Kabel rausziehen oder einfach zerstören ist nicht. Schade, da haben wir das Ding. Guck mal, hab ich hier noch irgendwas anderes? Nee. This jamming device prevents me from finding the underground lab. I need to turn it off. Okay, dann probieren wir das mal und schauen, welche Art von Minigame uns hier erwarten wird. Was? Verwende die A-Taste, lösche die roten Punkte. Ah, okay. Und dabei am besten keine grünen. Würde ich jetzt mal schätzen. Oh nein, ich habe, glaube ich, zu viele Grüne kaputt gemacht. Scheiße, okay. Dabei war ich so knapp davor. Das ist gar nicht mehr so einfach. Ah, ich dachte, ich kriege beide.
Den kriege ich. Die kriege ich. Okay. Sehr gut, das waren drei auf einmal. Perfekt. Muss ich nur noch die da kriegen. So. Now that this device is deactivated, all that is left to do is to find and deactivate the second one. Need to return to the aero car. Okay. Sonst können wir, interessiert uns hier gar nichts. Okay, dann gehen wir zurück zum Aero und fahren zum zweiten Störsender. Wir haben immer noch keine Waffen. Das heißt, wir müssen wieder wahrscheinlich irgendwie ausweichen und hoffen. Was passiert, wenn ich ihn angucke? Despite a drone attack, the aero car is still functioning. Okay, das ist gut. Dann fliegen, fahren wir weiter. So. Ich weiß nicht, ob ich... Ach, ich kann gar... Ich konnte gerade... Manchmal kann man nicht hüpfen. Ich hoffe, jetzt kann ich hüpfen, weil jetzt muss ich hüpfen. Sehr gut. So, da fliegen wir einfach mal gechillt dran vorbei. Und hier können wir eigentlich auch... Oh, nee! Gnarf. Oh, scheiße! Scheiße! Ich dachte, ich wechsle mal hier so ein bisschen mutig die Spuren. Nein, aua! Ich bin echt kaputt. Oh, ich brenne schon! Ich brenne! Ich glaube, ich muss auch mutig die Spuren... Ah, okay, scheiße. Ich glaube, ich darf nochmal versuchen. Also, oder ich habe es jetzt geschafft. Das kann natürlich auch sein. Huiuiuiuiuiuiuiui. Unser Arrow ist ziemlich am Arsch. Ich hoffe, wir können das vielleicht irgendwie reparieren oder so. Oder ist es einfach wieder heil? Weil eben hat es schon gebrannt, aber jetzt brennt es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, gleich kommt noch so ein Dröhnchen. Stell dir vor, wir hätten solche Fortbewegungsmittel. Wie cool wäre das? Einfach so hier so lang... Aua! Schweben. Wow. Ah, was macht er denn? Ich lenke gar nicht. Was macht er denn? Nächste Drohne oder sind wir da? Oh, das erinnert mich an Firewatch. Das erinnert mich sehr an Firewatch. Ist das etwa ein kleine Anspielung, kleinen so Easter Egg-mäßig? Anspielung auf Firewatch? Das wäre ja cool. Aber Firewatch war toll. Darf ich mich bewegen? Ah ja. Schauen wir uns erstmal hier so um. Was? These sun batteries might be useful to me. I need to come back to collect them later. Okay. Henry! Hieß der nicht Henry aus Firewatch? Ich meine, der hieß Henry. Der Firewatch-Hauptdarsteller. Ach, wie cool. Haben die echt... Haben die echt so eine kleine Anspielung an Firewatch drin. Warte. Draußen war was. It is high enough here to look around and map a route. Okay. Evidently someone lived here before, and the jamming device was brought here later. Ja. Zeitung können wir leider nicht lesen. Level 10 Paper. Ich muss nochmal gerade wieder umstellen. So, Untertitel, Englisch. Und dann schauen wir mal, was hier auf dem Zettel steht.
Some people have been watching my tower for 2 days now. Some of them are in military uniform. It creeps me out. I haven't had radio signal for a few days now, so I cannot report them. And my next transport with supplies isn't due till Thursday. Das ist auf jeden Fall eine Anspielung auf Firewatch. Cool. Falsche Taste gedrückt. Okay. So, dann I think the jamming device is feeding off the solar batteries on the roof. Most likely it has a backup energy source though. If I turn off that source, it would be possible to locate the underground laboratory. Und nicht hacken? Doch hacken, okay. So, mehr rote Punkte. Vernichten. Alle vier. Bam. Bam, bam. Das ist cool. So, die zwei nehmen wir mit. Jetzt haben wir nur noch die innen drinnen. So, wir haben noch drei Joker sozusagen offen. Scheiße, den habe ich vergessen zu drücken. Nein! Ach, dann werden andere rot. Ach, wie krass. Okay, das habe ich beim ersten Mal gar nicht gecheckt. So. Nein. Den? Und jetzt haben wir nur noch den einen da. Den haben wir jetzt. Sehr gut. Mit einem Fehler, aber egal. The second jamming device is deactivated. Now we can figure out the location of the laboratory. I need to contact Nick. Okay, dann kontaktieren wir mal Nick. RT, do you copy? Kannst du? Nick, I can hear you. After I disabled the second jammer, the communication has been reestablished. That is great. You were silent for a long time. Is everything all right? Yes, it is. Despite the guide drones who tried to destroy me. Their lack of mobility can probably be explained by old-fashioned technology. We didn't know about any security drones. Be careful. Can we locate the lab now? Yes, we can locate any electronics within 10 kilometers. I can see your own signal, the aero car, two jammers. Got it. A huge object to the northwest from you must be the lab. I am forwarding you the coordinates. Find a way to get inside. Copy that. Okay, dann haben wir die Koordinaten von dem Labor. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt ausdrücken wird, dieses Weg hineinfinden. Okay, es war keine Drohne mehr, das ist sehr schön. I have arrived at the destination, but there is nothing here. I need to look around. Okay, dann schauen wir uns ein bisschen um. Da, das sieht doch nach was Menschengemachtem aus hier. Da sind Kabel und Fässer, riesige Kabeltrommeln. Fässer. Diese Fässer interessieren uns scheinbar nicht. Oh, was haben wir denn da? I think this human has been lying here for many years. I wonder what happened to him. Maybe it is worth searching him. Okay. Dann durchsuchen wir ihn mal. He only had a plastic keycard. Maybe I can get into the laboratory with it. Okay. Die Plastik-Key. Ah, guck mal. Das sieht doch nach dem Eingang aus. Da ist auch so ein Kartenleser. Access panel. What does it open? There are no doors here. Ich probiere die Karte aus. The key card fits the slot, but nothing happens. Evidently.
The panel is no longer powered. I need to ask Nick for help. Okay, dann fragen wir Nick. Hello, Nick. I seem to have found the entrance. I have a key card, but the access panel is disabled, so I cannot come in. The lab has probably been de-energized after the shutdown, but there must be a way to activate the panel manually. There is a detector in your intercom which allows you to find energy hubs. Just turn it on. Try to determine where the electric channels go, and that is how you can find a way to restore the power supply. Let me try. Yes, you are correct. I can see an energy channel going underground. Thank you for the information. Okay, jetzt sehen wir also die Kabel. Oder was? Ah, okay. Jetzt geht das in zwei Richtungen. Na gut, gehen wir erstmal hier weiter lang. Okay, hier endet es. There is something in the grass. Aber was? I need to check the branches of the energy channel. Okay. Dann gehen wir jetzt also hier wieder zurück und nehmen die andere Abzweigung. Gucken, wo das hinführt. Wo war die Abzweigung? Hier, ne? Ja. Dann gehen wir hier lang. Upp. Ah, das ist noch mehr Abzweigung. Okay. Das ist wahrscheinlich hier an dem Baumstumpf? Nee. Doch. In the past, humans often used wood as a building material. It is a renewable resource, but humans used it unwisely. Das stimmt. Das ist auch wieder eine Abzweigung. Nee, das ist nur eine Kurve. So. Folgen wir diesem Energiestrang. Haben wir hier noch so ein Ding oder was? Ja, haben wir noch so ein Ding. Okay. Dann gehen wir jetzt noch der nächsten Abzweigung nach. Die war hier irgendwo an dem Baumstumpf, oder? Ah ne, die war hier. Genau. Aha! Wir haben wieder Strom. The access panel is active now. Sehr gut. So, dann werden wir nochmal unsere Keycard benutzen und in das Labor hineingehen. So, nochmal. Der riesige Felsen rollt auf Seite. Okay. So, ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier gleich Pause. Ich muss mich nämlich jetzt noch im Stream vorbereiten. Deshalb warte ich jetzt, bis ich hier zu Ende geladen ist. Die Folge ist dann eine Minute kürzer als sonst. Aber es ist okay, oder? So, wir lassen es gleich noch so lange laufen, bis unten das Speichersymbol weg ist. Wenn wir überhaupt wieder in das Spiel reinkommen. Ah ja. Emergency lighting. Apparently nobody has entered this lab for years. Okay, gut. Und das war es erstmal von dieser Folge The Uncertain, die erste Episode The Last Quiet Day. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Ich muss mich jetzt auf den Stream vorbereiten, der heute Abend ist. Also heute ist der 20. genau, an der Tag der Aufnahme. Und dann werde ich heute Abend streamen. Und ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim Stream dabei gewesen. Und schaut doch mal auf twitch.tv/RealMadRP vorbei. Könnt ihr mir ein Follow da lassen? Dann seid ihr immer informiert, wenn ich mal wieder streame, was ab und zu mal vorkommt. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei The Uncertain. Macht's gut. Tschüsschen!